Liebe Kolleginnen und Kollegen der IG Baue, lieber Robert Feiger, ich wäre unglaublich gern zu euch nach Kassel gekommen, zum ordentlichen Gewerkschaftstag der IG Bau. Es ist nicht Corona, was mich davon abhält, sondern es ist das Krisenmanagement, das wir gerade in der Bundesregierung hier in Berlin betreiben müssen. Ich bitte euch da wirklich um Verständnis, denn wir leben in wirklich ernsten Zeiten. Und ich glaube, viele von euch, viele von uns beschäftigt vor allen Dingen eine Frage, nämlich wie kriegen wir unser Land durch diese schwierigen Zeiten? Seit dem 24. Februar, seitdem Putin die Ukraine überfallen hat, hat sich die Welt verändert. Olaf Scholz hat das eine Zeitenwende genannt. Unter diesem Krieg leiden, das dürfen wir nie vergessen, vor allen Dingen die Menschen in der Ukraine. Ich war vor einigen Wochen da und habe erlebt, wie viele Prothesen zum Beispiel aus Deutschland geliefert werden müssen, um Kriegsversehrten zu helfen. Das zeigt die ganze Schrecklichkeit dieses Krieges. Es sind Unschuldige, die darunter zu leiden haben. Es sind sehr viele Menschen, die geflüchtet sind, die wir in Deutschland jetzt aufnehmen. Aber es hat auch wirtschaftliche und soziale Folgen für uns in Deutschland, denn Putin quält nicht nur die Menschen der Ukraine und hat das Nachbarland überfallen. Er setzt auch gegen uns Gas als Waffe ein, um unsere Gesellschaft zu schädigen, unsere Wirtschaft zu beschädigen, um unsere Gesellschaft sozial zu spalten. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir gemeinsam nicht zulassen. Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, um unser Land durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Für uns als Bundesregierung war und ist das Erste und Wichtigste, dass wir die Gasversorgung in diesem Winter sichern. Dafür haben wir viele Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel LNG-Terminals in rasender Geschwindigkeit an der deutschen Nordseeküste gebaut, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ersatzbeschaffung vorgenommen. Wir lassen Kraftwerke länger laufen, damit Gas weniger verstromt werden muss. Und wir haben jetzt die berechtigte Hoffnung, bei aller Schwierigkeit, vor der wir noch stehen, dass wir zumindest das Rationieren von Gas verhindern können, dass wir nicht industrielle Anlagen abschalten müssen oder gar Menschen Sorge haben müssen, im Winter zu frieren. Also wir schaffen es, die Versorgungssicherheit in diesem Winter zu gewährleisten. Die zweite Aufgabe ist damit aber noch nicht erledigt, nämlich die Inflation zu bekämpfen, dafür zu sorgen, dass die massiven Preissteigerungen, die diese Entwicklung hat, nicht Unternehmen und Beschäftigte und Bürgerinnen und Bürger zu sehr belastet. Es ist keine einfache Aufgabe, aber es muss dafür gesorgt werden, dass sowohl am Strommarkt als auch am Gasmarkt wie jetzt Preise bremsen. Daran wird mit Hochdruck in der Bundesregierung gearbeitet. Und wir müssen drittens dafür sorgen, dass wir vor allen Dingen Menschen mit unteren und mittleren Einkommen entlasten durch gezielte Maßnahmen. Dafür haben wir Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die jetzt umgesetzt werden, mit einem Volumen von über 100 Milliarden Euro. Und ich will nur mal eine Maßnahme rausgreifen, die da wichtig ist, die Wohngeldreform, die dafür sorgt, dass Menschen mit normalen und geringen Einkommen besser unterstützt werden, vor allen Dingen Familien, aber auch Rentnerinnen und Rentner, die sich jetzt Sorgen machen, ihre Rechnung nicht mehr bezahlen zu können. Was aber wir auch tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass wir unsere Unternehmen gut durch diese Zeit bringen. Ich weiß, der Bau ist in den letzten Jahren geboomt. Die konjunkturellen Aussichten sind jetzt eingetrübt, weil die Zinsen wieder ansteigen, weil auch damit zu rechnen ist, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, Stichwort Kaufkraft, ein Stück zurückgeht. Wir werden dafür sorgen müssen, dass wir Unternehmen helfen, mit gezielten Wirtschaftshilfen, aber den Beschäftigten auch, wo immer es darauf ankommt, mit dem Instrument der Kurzarbeit. Ich werde keine Sekunde zögern, Kurzarbeit, wenn nötig, wieder auszurollen, weil unsere Aufgabe es ist, dass wir den Arbeitsmarkt stabil durch diese Krise bringen. Lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, dass wir in dieser Zeit den Staat, die Gesellschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften bei allen Interessenunterschieden zusammenbringen. Das ist der Sinn der konzertierten Aktion, die Kräfte zu bündeln, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht zuzulassen, dass Demagogen und Extremisten die vorhandenen Ängste in unserer Gesellschaft ausbeuten und mobilisieren können. Denn Putin darf nicht gewinnen, weder in der Ukraine noch indem er versucht, unsere Gesellschaft zu spalten. Wir müssen zusammenhalten in Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, dass wir in diesen Zeiten einen starken Sozialstaat haben, aber es ist noch wichtiger, dass wir starke Gewerkschaften haben in Deutschland. Wir haben gemeinsam jahrelang dafür gekämpft, dass zum Beispiel der Mindestlohn steigt. Und das wird am kommenden Sonntag der Fall sein, genauer gesagt am Samstag. Am 1. Oktober wird der Mindestlohn auf 12 Euro steigen. Das ist für viele Beschäftigte, die in diesem Bereich hart und fleißig arbeiten, die größte Lohnerhöhung in ihrer Lebensgeschichte. Mir ist aber wichtig, dass bei aller Freude, dass wir es endlich geschafft haben, den Mindestlohn gerade in diesen Zeiten zu erhöhen, wir damit nicht zufrieden sind. Denn wichtiger als eine Lohnuntergrenze sind anständige Tarifverträge und Tariflöhne. Ich freue mich, dass die Erhöhung des Mindestlohns dazu geführt hat, dass beispielsweise auch der Mindestlohn, tarifvertragliche Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk deutlich gestiegen ist.
Umgekehrt darf es aber keine Ausrede in Tarifverhandlungen geben, mit Hinweis auf den gesetzlichen Mindestlohn, jetzt tarifliche Mindestlöhne abzusenken. Das ist ein klares Signal, das gehört sich nicht. Und man kann nicht über Arbeits- und Fachkräftemangel jammern und gleichzeitig an der Lohnfront nicht das Richtige tun. Deshalb sollte es keine Absenkung von tariflichen Mindestlöhnen geben. Das ist auch meine klare Botschaft an die Arbeitgeber. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen aber noch mehr tun. Wir müssen dafür sorgen, dass es wieder mehr Tarifverträge in Deutschland gibt. Nur noch 51% der Beschäftigten in Deutschland sind unter dem Dach eines Tarifvertrages. Und ihr und wir wissen alle zusammen, da wo Tarifverträge sind, sind in der Regel die Arbeits- und Lohnbedingungen besser. Deshalb werden wir als Bundesregierung handeln. Wir werden ein Bundestariftreuegesetz auf den Weg bringen, das öffentliche Aufträge des Bundes daran koppelt, dass nach Tarif bezahlt wird. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, lieber Robert, mit dir, auf eure Erfahrung. Wir müssen uns gleichzeitig um das große Thema der Arbeits- und Fachkräftesicherung kümmern, zu fairen und anständigen Arbeitsbedingungen, aber auch indem wir dafür sorgen, dass genug ausgebildet wird. Da ist der Baubereich ein gutes Vorbild. Ihr habt mit den Tarifverträgen der SOKA Bau mit der Ausbildungsumlage dafür gesorgt, dass alle sich daran beteiligen, dass Ausbildung möglich ist. Denn auch da gilt, man kann nicht über Ausbildungs- und Auszubildendenmangel jammern und gleichzeitig zugucken, dass viel zu viele junge Menschen in Deutschland eine Ausbildung verpassen. Und wir haben immerhin 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Was dafür notwendig ist, ist übrigens auch dafür zu sorgen, dass wir frühe Berufsorientierung in Deutschland haben. Wenn es nach mir geht, an jeder Schulform ab der 5. Klasse deutlich zu machen, welche Berufe es in Deutschland gibt. Ja, es gibt wichtige akademische Berufe, gar keine Frage. Aber unser Land braucht nicht nur Masterinnen und Master, sondern auch Meisterinnen und Meister. Deshalb müssen wir den Wert der beruflichen Bildung stärken, dafür sorgen, dass früher Berufsorientierung stattfindet, dass die berufliche Bildung mehr Wertschätzung bekommt, dass mehr in unsere beruflichen Schulen investiert wird und dass wir insgesamt als Gesellschaft begreifen, dass akademische und berufliche Bildung gleichwertig sind. Also viel zu tun. Wir müssen Krise meistern in Deutschland. Wir müssen aber auch Zukunft gestalten. Und dafür brauchen wir die Zusammenarbeit. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich im Zweifelsfall für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kämpfen werde. Das habe ich in den letzten Jahren getan, mit euch gemeinsam. Das werde ich auch in den nächsten Jahren tun. Meine Bitte ist, dass wir weiter so gut zusammenarbeiten. Und lieber Robert, dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Robert Feiger ist ein kluger, ein starker Gewerkschaftsführer. Und die IG Bau ist für mich ein verlässlicher Sozialpartner. In diesem Sinne wünsche ich eurem Gewerkschaftstag von allem alles Gute. Nochmal, nächstes Mal bin ich wieder dabei, denn dann ist hoffentlich nicht mehr Krise. Alles Gute nach Kassel, euer Hubertus.